Im letzten Kapitel, im Kapitel 4, durften wir die Schönheit der Braut betrachten, welche die Herrlichkeit und Schönheit und Stärken des Herrn Jesus widerspiegelt, welche ein fruchtbringender Garten für ihren Bräutigam sein soll. Und es ist eine Tatsache, an der wir uns erfreuen und begeistern dürfen, dass der Herr uns genießt. Er hat Freude an uns als Gemeinde, als seine Braut. Wenn wir so als Gemeinde sind, wenn wir seine Herrlichkeit, Heiligkeit und Schönheit widerspiegeln, dann sind wir ein Genuss für den Herrn. Aber wenn wir alle ehrlich sind zu uns selbst, wenn wir alle ehrlich sind, jeder Einzelne, dann wissen wir, dass oft das Gegenteil der Fall ist. Wir nicht nach dem Willen unseres Herrn und Gottes leben und handeln. Wir oft kein herrlich duftender Garten sind, in dem die Früchte des Heiligen Geistes wachsen. Und hier möchte ich mich nochmal für letzte Woche entschuldigen, wenn ich überzogen gehandelt hatte, wenn ich mich in meinen, ja, bei all den Ärgernissen wirklich zu sehr in Wut verstrickt habe, und möchte ich mich bei jedem, wo ich mich versündigt habe, nochmal entschuldigen. Mir war es wichtig, das nochmal vor allen zu sagen. Ja, wie oft ist unser Handeln von Sünde gezeichnet? Und man kennt es nur zu gut selber, wie das Verhältnis zum Herrn dann betrübt ist, bis hin, dass es das Verhältnis zum Herrn ausgelöscht werden kann. Denn der Geist löscht nicht aus. Aber wir müssen von Neuem die Nähe suchen. Und wir dürfen von Neuem diese Nähe suchen, um diese Vertrautheit mit unserem Herrn wiederherzustellen. Und der heutige Text möchte uns Hilfe leisten dabei. Denn der heutige Text spricht genau davon, wie die Beziehung zum Bräutigam betrübt wurde. Und in Zeiten, wenn wir uns von unserem Herrn abgewandt haben, wie diese Beziehung betrübt ist und wie wir uns ihm neu zuwenden können. Ja? Wieder was Neues beleben werden kann. Und der Text soll uns heute, das Kapitel 5, da einfach eine Hilfeleistung sein. Dass wenn die lodernden Flammen der ersten Liebe und Begeisterung über unseren Herrn gedämpft sind, wir ihn suchen und uns erinnern, warum es so schön ist, mit ihm zu leben. Darum lasst uns das Kapitel 5 gemeinsam lesen. Ich ging hinein in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich erntete meine Möhre mit meinen Duftkräutern. Ich aß mein Brot mit meinem Honig. Ich trank meinen Wein mit meiner Milch. Esst, Freunde, und trinkt und werdet trunken, Brüder. Ich schlafe, doch mein Herz wacht. Die Stimme meines Geliebten, er klopft an. Öffne mir, meine Schwester, meine Liebste, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Kopf wurde voll von Tau und meine Locken von Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckt seine Hand aus von der Türöffnung her und mein Bauch wurde erregt, seinetwegen. Ich stand auf, meinen Geliebten zu öffnen. Meine Hände tropften von Myrrhe, meine Finger voller Myrrhe auf den Griffen des Riegels. Ich habe meinem Geliebten geöffnet, doch mein Geliebter ist vorübergegangen. Meine Seele ist hinausgegangen auf sein Wort hin. Ich suchte ihn, aber fand ihn nicht. Ich rief ihn, aber er hörte nicht auf mich. Sie haben mich aufgegriffen, die Wächter, die in der Stadt umhergehen, haben mich geschlagen, mich verwundet. Sie nahmen meinen Schleier von mir, die Wächter der Mauern. Ich beschwor euch,
Töchter Jerusalems, bei den Mächten und Kräften des Feldes. Wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm künden, dass ich eine Verwundete der Liebe bin? Was unterscheidet deinen Geliebten von einem anderen Geliebten, du Schöne unter den Frauen? Was unterscheidet deinen Geliebten von einem anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgewählt aus unzähligen. Sein Kopf ist reines Gold, seine Locken sind wie Pinien, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Tauben an den Wasserfluten, gebadet in Milch, sitzend an den Wasserfluten. Seine Wangen sind wie Schalen, in denen Duftkräuter wachsen. Seine duftenden Lippen sind Lilien, reichlich Tropfen von Myrrhe. Seine Hände sind goldene Reliefs, reich verziert mit Edelsteinen. Sein Bauch ist eine Tafel aus Elfenbein mit einem Saphirstein. Seine Beine sind Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Sockeln. Seine Gestalt ist wie der Libanon, edel wie Zedern. Seine Kehle ist süß und voller Begehren. Das ist mein Geliebter und das ist mein Liebster, ihr Töchter Jerusalems. Beim Vorbereiten der Predigt ist mir direkt mal aufgefallen, dass der erste Vers, ja, dass der erste Vers eigentlich der perfekte Abschluss für das Kapitel 4 gewesen wäre. Weil auf das Gebet der Braut hin, dass doch der Heilige Geist sie durchwehen soll, um ein fruchtbringender Garten für ihren Geliebten zu sein, sie auch den Wunsch äußert, der Geliebte soll in seinen Garten kommen, um sich an den Früchten des Geistes zu erfreuen. Er nun in diesem Vers, er kommt und freut sich. Ja? Er kommt und freut sich. Ich ging hinein in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Deswegen, das wäre eigentlich ein guter Abschluss für das Kapitel 4 gewesen, aber deswegen möchte ich umso mehr jetzt schnell in den Vers 2 reingehen, damit wir auf den Zusammenhang von Kapitel 5 mehr eingehen können. Welches ich unter das Thema stellen möchte, das Kapitel 5 möchte ich unter das Thema stellen. Die Liebe gibt Raum zum Nachdenken. Die Liebe gibt Raum zum Nachdenken. Sie lässt Zeit. Ich schlafe, doch mein Herz wacht. Die Stimme meines Geliebten, er klopft an die Tür. Öffne mir, meine Schwester, meine Liebste, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Kopf wurde voll von Tau und meine Locken von Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckte seine Hand aus von der Türöffnung her und mein Bauch wurde erregt, seinetwegen. Ich stand auf, meine Geliebten zu öffnen. Meine Hände tropften von Myrrhe, meine Finger voller Myrrhe auf den Griffen des Riegels. Salomo kam in der Kälte der Nacht, hatte wahrscheinlich einen gescheiten Fußweg hinter sich gehabt. Damals gab es keine Autos, zu seiner Sulamit, um mit ihr Gemeinschaft zu haben. Er klopft an, doch sie macht nicht auf. Na, geh wieder heim, geh wieder heim. Ich lieg schon im Bett. So klingen diese Ausreden eigentlich für mich. Ja. Geh wieder heim, keine Lust. Der Herr ist da. Der Herr ist da, um mit seiner Braut Gemeinschaft zu haben. Machen wir ihm auf. Lassen wir ihn herein aus der Kälte der Nacht. Hinein in die Gemeinde, deren Herzen wie ein Kamin voller lodernder Flammen der Liebe zu ihm brennen. Haben wir Herzen, welche bereit sind, Gemeinschaft mit ihm zu haben? Worte der Weisung aus seinem Mund zu hören? Das Liebesmahl mit ihm zu feiern? Oder finden wir nur faule Ausreden? Gleichen wir einer dieser Gemeinden aus den 7-Cent-Schreiben, welche vielleicht den Namen Christen tragen, aber doch ihre Herzen fern von ihm sind.
deren erste Liebe erloschen ist, deren Werke alles andere dafür sprechen, dass der Herr erwünscht ist. Oder ist seine Herrlichkeit wahrhaftig in uns zu finden? Lassen wir ihn ein? Ist er da? Lasst uns alle die Worte des Herrn zu Herzen nehmen, die er zu seiner Gemeinde von Laodicea spricht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wisst ihr, es sind keine Worte des Zwangs. Es sind keine Worte des Zwangs, welche er spricht, sondern Worte der Sehnsucht und Liebe zu uns. Welche sprechen, mach mir auf, ich liebe dich. Komm, gedenke doch der Liebe, welche ich zu dir hatte, als ich für dich am Kreuz mein Leben gab. Woran wir ja gerade im Abendmahl gedenken. Er will mir das Mahl mit uns halten. Und wie oft wir gerade zum Beispiel das in Gemeinden vernachlässigen, das bewusste Gedenkmahl, was der Herr für uns getan hat. Sollte uns nicht bei der bloßen Vorstellung davon, mit welcher Liebe uns der Herr liebt, dazu bewegen, so zu empfinden wie eine Sulamit, welche spricht, mein Bauch wurde erregt. Vers 6. Ich habe meinem Geliebten geöffnet, doch mein Geliebter ist vorübergegangen. Meine Seele ist hinausgegangen auf sein Wort hin. Ich suchte ihn, aber fand ihn nicht. Ich rief ihn, aber er hörte nicht auf mich. Endlich hat Sulamit kapiert. Nun war Sulamit bereit, sich aus dem Bett zu erheben und ihrem Liebsten zu öffnen. Doch er war nicht mehr da. Er war nicht mehr da. Wie ist das bitte zu verstehen? Ich denke, der Herr tritt ein, wenn man ihm öffnet. Ja, wir wissen nicht, wie lange Salomo schon auf ein Öffnen wartete. Wissen wir nicht. Vielleicht hat das Ganze ein wenig gedauert. Vor allem, wenn einem nicht geantwortet wird, geht man schnell mal irgendwann wieder weg. Ich denke, mit dieser Textstelle soll uns ein wichtiger Teil der Liebe vermittelt werden, wo es in 1. Korinther 13 geschrieben wird. Die Liebe ist langmütig und die Liebe sucht nicht das Ihre. Ich denke, das ist ein wichtiger Teil, den wir lernen dürfen, die Liebe. Die Liebe ist langmütig, ja, geduldig und sie sucht nicht das Ihre. Sie erzwingt nichts. Ja. Wisst ihr, der Herr kann sich voller Geduld zurückziehen und warten, bis wir zu ihm kommen und ihn suchen. Er liebt uns, er will unsere Herzen, aber er zwingt uns nicht. Er bietet sich nicht an. Er will, dass die Liebe aus freiem Herzen kommt und nicht aus Zwang. Die Liebe gibt Raum und Zeit zum Nachdenken, dass man sich überprüfen kann. Sie klammert sich nicht mit allen Mitteln an jemanden. Im Reich Gottes werden wir niemanden finden, der unfreiwillig dort ist. Niemanden. In dem Lied von Felix Manns, Mit Lust, so will ich singen, heißt es in der 9. Strophe so treffend: Christus tut niemand zwingen zu seiner Herrlichkeit. Allein wird es dem gelingen, der willig ist bereit. Durch rechten Glauben und wahre Tauf wirkt Buß mit reinem Herzen. Dem ist der Himmel gekauft. Im Himmel wird man keinen finden, der unfreiwillig dort ist. Die Liebe Christus gibt uns Raum
Und die Liebe zu Christus kommt zu ihm. Ich denke, dass es eine wirklich wichtige, wichtige Eigenschaft der Liebe ist, geduldig zu sein und nicht auf Biegen und Brechen einzufordern, geliebt zu werden. Der Herr tut es nicht und wir sollten es auch nicht tun. Ich denke, dass es oft wirklich, ich glaube wirklich, dass es oft eine dünne Linie ist, welche Egoismus und Liebe voneinander trennt. Bin ich überzeugt. Das ist oft eine dünne Linie, verschwindend gering. Müssen wir uns selber prüfen, wo wir stehen. Egoismus klammert und fordert, die Liebe gibt Raum und steckt zurück. Als Beispiel, ich denke, ein großer Grund, ja, nur mal ein Beispiel, es kam mir so, ein großer Grund, warum selbst Christen wieder heiraten wollen, ist, dass man nicht im Alter alleine sein möchte, zum Beispiel. Glaube ich, also, das stellt man sich so vor, ma, da sitze ich mit 80 alleine zu Hause. Na, da schaue ich lieber, wie ich zum Beispiel irgendwie jemanden finde, der irgendwie passt und irgendwie das sogar noch biblisch begründe. Als dass ich vielleicht einfach mal das Los des ledigen Standes zur Ehre Gottes nutze. Ich denke, das war ein Beispiel, ja, diese Grenze zwischen Liebe und Egoismus ist oft sehr schmal. Aber lasst uns zum eigentlichen Thema des Textes zurückkehren. Der Herr hat sich entfernt, weil wir uns von ihm entfernt haben. Ich denke, wir alle kennen solche Situationen sehr, sehr gut. Er gibt in seiner Liebe Raum zum Nachdenken, damit wir ihn wieder von ganzem Herzen suchen. Die Schuld einer Entfremdung liegt nie am Herrn, sondern an uns. Darum lasst uns wie eine Sulamit rausgehen. Lasst uns wie eine Sulamit rausgehen, wenn wir merken, da passt was nicht. Ja? Es kann sein, dass die Zeit der Prüfung andauert. Kann sein. Dass sich der Herr nicht gleich finden lässt, damit wir vielleicht etwas lernen. Setzen wir alles dran, seine Nähe zu suchen, auch wenn es scheint, dass unser Rufen zu ihm ins Leere geht. Verse 7 und 8. Ich beschwor euch, Töchter Jerusalems, bei den Mächten und Kräften des Feldes, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm künden, dass ich eine Verwundete der Liebe bin? Was unterscheidet deinen Geliebten von einem anderen Geliebten, du Schöne unter den Frauen? Was unterscheidet deinen Geliebten von einem anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Bei all unserer Suche steht uns Hilfe bereit. Ein solcher Kampf muss nicht allein geführt werden. Warum sage ich Kampf? Weil das Ringen von unserer Sünde mit der Heiligkeit Gottes oft ein Kampf ist. Das sehen wir eigentlich so gut bei Jakob, ja, wie er mit Gott gerungen hatte. Ah, trau mir nicht rausgehen, mein Bruder entgegen. Und dann hat er mit ihm gerungen und dann wurde Israel genannt. Es ist oft ein Kämpfen mit Gott. Und das Lernen, wie wir von unseren Sünden ablassen, ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Doch diesen gilt es zu kämpfen. Weil die Sünde unsere Beziehung eben zum Herrn betrübt. Er muss gekämpft werden, wenn wir diese innige Beziehung zum Herrn haben wollen. Paulus schreibt das Kämpfen gegen sein Fleisch, oder vergleicht dieses Kämpfen mit seinem Fleisch mit einem Faustkampf. Ja. So schreibt er im 1. Korintherbrief,
So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Er vergleicht das mit dem Kampf nicht wie Schattenboxen oder so, sondern wirklich, da geht es ans Eingemachte. Aber gerade auch Geschwister, ja, wie eben die Wächter, die Sula mit aufgegriffen haben, wenn man das jetzt mal auf Geschwister betrachtet, gerade auch wir als Geschwister sind füreinander verantwortlich, uns auch mal zurechtzuweisen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut, schreibt Paulus. Das kann schmerzhaft sein. Es kann schmerzhaft sein, wenn man direkt und ehrlich sein muss. Ist so. Gefällt niemandem. Oft ist es so, dass etwas schmerzhaft abgerissen werden muss, damit etwas Neues aufgebaut werden kann. Schatz, du hast ja mal gesagt, bei Wunden, wenn manchmal muss was rausgeschnitten werden, muss etwas extra verletzt werden, damit es wieder neu besser verheilen kann. Gell? Man bringt die Wunde zum Bluten, genau. Sozusagen, damit sie wieder besser heilen kann. Genau, und das ist manchmal so, da muss man die Wunde zum Bluten bringen, schmerzhaft, unschön, will man eigentlich nicht. Aber danach bringt es eine wirklich wunderbare Heilung hervor. Wie etwa die Wächter, welche die Sula mit niedergeschlagen und verwundet haben. Klingt derb, ja, und es soll auch kein Anlass sein, dass wir uns hier die Rübe einhauen. Auf gar keinen Fall. Aber wir wissen es selber. Manchmal brauchen wir klare Worte. Oder wie du immer sagst, Alex, du sagst das immer so schön, manchmal muss man es auf Deutsch sagen. Manchmal muss man es auf Deutsch sagen. Das kann ich leider zu gut manchmal auf Deutsch sagen, muss ich ehrlich eingestehen. Wir müssen dahin kommen, wir müssen dahin kommen, dass wir verstehen, was uns fehlt. Ja? Wie Sula mit sagt, dass ich eine Verwundete der Liebe bin. Wir müssen verstehen, ich brauche diese tiefe, innige Gemeinschaft zu der personifizierten Liebe, meinem Bräutigam, meinem Herrn Jesus. Wir müssen alle Ausreden fallen lassen, alles aufgeben und ihm nachfolgen. Darin liegt wahrer Gewinn und echtes Leben. Wir hatten vor kurzem erst in den Psalmen, den Psalm 143 gelesen, in der Septuaginta haben wir das gelesen. Jetzt hoffe ich, dass ich es gleich finde. Psalm 143, die Verse 11 bis 15. Also für in den normalen Bibeln ist das dann der Psalm 144, Alex, ne? Mhm. Genau, weil das ein bisschen verschoben ist. Da sieht man so einen Kampf, ja, mit der Ungerechtigkeit auf der Welt. Errette mich und befreie mich aus der Hand der Söhne der Fremden, deren Mund Nichtigkeiten gesprochen hat und deren Rechte eine Rechte der Ungerechtigkeit ist. Deren Söhne wie frisch gepflanzte sind, in ihrer Jugend zur Reife gebracht. Ihre Töchter sind geschmückt, verziert wie ein Abbild des Tempels. Ihre Vorratskammern sind voll, sie ergießen sich von hier nach dort. Ihre Schafe sind fruchtbar, sie vermehren sich bei ihren Auszügen. Ihre Rinder sind fett, es gibt keinen Einsturz der Mauer und keinen Ausbruch und kein Geschrei in ihren Straßen. Wir sehen hier, da gibt es was zu klagen. Ja? Man neid da, boah, wie kann es sein, dass es den Gottlosen so gut geht? Und jetzt sehen wir, darauf kommt es nicht an. Jetzt den letzten Vers. Sie preisen das Volk selig, das die Dinge hat. Selig das Volk, dessen Gott der Herr ist. Selig das Volk, dessen Gott der Herr ist. Darauf kommt es an. Er hat wir müssen an diesen tiefsten Punkt gelangen, der Demut. Da müssen wir ankommen. Sind wir dort, wo Veränderung in unseren Herzen stattfindet? Sind wir dort, wo Veränderung in unserem Herzen stattfindet? Dass wir sagen, selig das Wort, dessen Gott der Herr ist. Es ist eine OP am offenen Herzen. Da müssen wir hin. Vers 9.
Was unterscheidet deinen Geliebten von einem anderen Geliebten, du Schöne unter den Frauen? Was unterscheidet deinen Geliebten von einem anderen Geliebten, dass du uns so beschwörst? Die Liebe, mit welcher uns der Herr Raum zum Nachdenken gibt, hat ihr Ziel erreicht, wenn man diesen Punkt sieht. Wir stehen vor der Frage, was ist es, was deinen Geliebten so kostbar macht? Was unterscheidet ihn von allen anderen? Was ist es, das den Herrn Jesus für dich so kostbar macht? Was ist es, warum du, wir und wir als Gemeinde uns von unseren eigenen Götzen abgewandt haben, zu ihm hin, zu Jesus Christus? Was ist der Grund? Das ist die wichtige Frage. Und ich denke, das ist auch wichtig für Ehepaar und wichtig für zwischenmenschliche Beziehungen. Was unterscheidet deinen Partner von anderen? Was ist begehrenswert an ihm? Was gibt es da zu bewundern? Ich glaube, dann ändert man gleich mal einige Sichtweisen, ja, auf den anderen. Wenn man sich fragt, was ist denn so begehrenswert? Was macht ihn so besonders? Das ist vor allem wichtig beim Herrn, wenn man in dieser tiefen Glaubenskrise ist, sich zu erinnern, was hat mich dazu gebracht, mich dem Herrn Jesus zuzuwenden, dass ich mich hier wirklich für eine Nachfolge für ihn entschieden habe. Und eine Antwort geben uns jetzt, kommen uns jetzt in den nächsten Versen dafür. Vers 10 zum Beispiel. Mein Geliebter ist weiß und rot. Mein Geliebter ist weiß und rot, ausgewählt aus Unzähligen. Er ist gekleidet in Reinheit, frei von jeglicher Sünde. Der geliebte Sohn, an dem der Vater sein Wohlgefallen hat. Er, der weiß wie Schnee ist, in dem keine Schuld zu finden ist. Diesen hat Gott, der Vater, bestimmt. Sein rotes, heiliges, heilbringendes Blut zu vergießen, durch das wir reingewaschen werden, wenn wir in aufrichtiger Buße zu ihm treten. Jesaja 1,18: Kommt doch, wir wollen miteinander richten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Ist sein Opfer am Kreuz nicht aller Anbetung wert? Ist das nicht allein Grund genug, ihn zu lieben? Allein das reicht schon, ihn zu begehren. Es beginnt interessanterweise eben genau damit, mit dem Opfertod Jesu am Kreuz, was den Geliebten so begehrenswert macht. Er ist rot und weiß. Könnten wir nicht hier allein schon verweilen und sagen, Herr, ich liebe dich, dir will ich folgen. Vers 11. Sein Kopf ist reines Gold, seine Locken sind wie Pinien, schwarz wie ein Rabe. Sein goldenes Haupt drückt Heiligkeit aus. Sollten wir hier nicht voll Ehrfurcht anbetend niederfallen, wie die drei Jünger, als sie Jesus auf dem Berg der Verklärung in seiner heiligen Pracht sahen? Sollten wir hier nicht anbetend niederfallen, wie diese Jünger? Vers 12. Seine Augen sind wie Tauben an den Wasserfluten, gebadet in Milch, sitzend an den Wasserfluten. Die Wasserfluten als auch die Taube wollen uns zeigen, in ihm sind wir zu einem neuen Leben wiedergeboren. In ihm haben wir neues Leben. Sollte das uns nicht in Anbetung bringen, dass er uns neues Leben geschenkt hat, nachdem er uns gewaschen hat von aller Sünde? Wir sehen hier Wasserfluten in der Mehrzahl. Kleine Anmerkung an die Wasserfluten in der Mehrzahl. So
eindrücklich, dass es nicht nur die Taufe sei, die uns rettet, oder, und auch nicht nur das Wort. Es ist vielmehr so, dass wir in der Taufe durch das Wort und den Geist neu geboren werden. Es ist ein Zusammenwirken der Sachen, der Dinge. Wie uns Gott gerettet hat, wie er uns zum neuen Leben verholfen hat. Er ist unser Friede. Und wieder einmal die Milch, ja, wie in der letzten Predigt, die Milch als Zeichen der Neugeburt, als Zeichen für das Reich Gottes, die uns verdeutlichen soll, dass wir als wiedergeborene Kinder Gottes einen Anteil haben an dem Reich unseres Herrn. Sollte das uns nicht in Anbetung versetzen, uns ihm wieder zuzuwenden, wenn die Beziehung getrübt ist? Er möchte uns ermutigen, komm her, finde Ruhe von deiner Sünde. Er möchte uns ermutigen, komm, finde Ruhe von deiner Sünde. Weiche nicht ab von mir, schau, was auf dich wartet. Vers 15. Ich möchte ein paar überspringen. Seine Beine sind Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Sockeln. Seine Gestalt ist wie der Libanon, edel wie Zedern. Wie ich bereits in meiner letzten Predigt über diesen Vers gesagt habe, möchte ich auch jetzt nochmal erwähnen, unser Gott ist ein starker Gott. Da ist Schutz und Geborgenheit. Er ist unsere Zuflucht. Ja, wie es David im Psalm 27 schreibt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Auch neu suchen, im Tempel kommen, da wo die Herrlichkeit, da will ich bleiben, da will ich hin, weil er der ist, weil er Schutz ist, weil er überaus kostbar gegenüber allen anderen ist. Ich will in die Gemeinde kommen, weil dort die Herrlichkeit Gottes wohnt. Ich kann nicht auf jedes Detail eingehen, weil ich ehrlich bin, ich verstehe auch nicht alles. Deswegen habe ich jetzt ein paar Verse übersprungen. Ich möchte nicht über was reden, wo ich keine Erkenntnis habe. Aber eines verstehe ich. Ja? Ich verstehe nicht alles, aber eines verstehe ich auf jeden Fall. Unser Herr ist überaus begehrenswert. An ihm möchte ich mich klammern. Ihn möchte ich immer mehr kennen, lieben und lieben. Und deswegen möchte ich euch einfach mal eine Hausaufgabe wieder mit aufgeben, über die wir uns austauschen können, dass ihr darüber nachdenkt, warum der Herr so begehrenswert ist für euch. Schreibt euch passende Bibelverse auf, macht euch Gedanken und lasst uns darüber mal einen Austausch halten. Warum ist der Herr für dich so begehrenswert? Warum ist er vorzüglicher als alle anderen Geliebten? Schließen möchte ich mit dem Vers 16, das nochmal so richtig ausdrückt. Seine Kehle ist süß und voller Begehren. Das ist mein Geliebter. Und das ist mein Liebster, ihr Töchter Jerusalems. Seine Kehle ist süß und voller Begehren. Das ist mein Geliebter. Und das ist mein Liebster, ihr Töchter Jerusalems. Amen. Amen.